segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ich kenne euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Frage. Aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Zieht sie ran, Matrosen! Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch?
Inglés! Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt noch mal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold. Und die sind sogar wie ein ehrlicher König. Bereit zu feiern, Sir! Alle Mann auf Post! Feuern! Schaffen Sie vermutlich! Heilen uns schon, Sir! Feuer! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Daneben! Feuer! Da, Captain! Da sind Sie ab! Wir treffen gleich auf! Feuer! Yo! Heave! Go! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Feuer! 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 Ihr geht in die Hölle, Jungs!
Vorstellung, ihr Marden! Feindliches Kriegsschiff! Ihr ringt nach ein Schoner! Spanier! Scheint allein zu sein, Sir! Halber Wind, Männer! Beruhigt sie! Wir treffen gleich auf Land, Sir! Leesegel heißen! Los geht's! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln! Topsegel reißen! Einholen! Einholen! Großsegel rein! Bramsegel reffen! ¿Necesita ayuda, caballero? Ein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Hey, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische. Regus voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brig aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs. Sie können ebenso ran wie Breitseiten gehen. Ich setze die Pulver. Nein, du fehlt ihn. Wir werden aufschießen! Bereit zu feuern! Sind bereit, Feuer! Sir! Ein gut platzierter Schuss! Erwarten wir Feuer! 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 Ja! Wir müssen ausweichen! Sie will uns rammen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Alle Segel, Bewegung! Feuer! Feuer! Sind Minen eine gute Antwort? Feuer! Kanone, Bandsegel, Reffen raus aus der Böe! Ab in die Wanden und heiß Bramsegel! Feuer! Ja!
Bereit zu schießen, Captain! Stopp! Lahm! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Ihre Salve hat uns getroffen! Alle aus der Großstadt! Warten Sie verbunden! Alle Segel, sie verbrechen! Versenken, Kenway! Feuer! Ihre Fahrsteine ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Sie jetzt da! Lass die britischen Schnack, da kommen Sie! Alle Segelreffen!